Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Runde Hearthstone. Und zwar zum zweiten Teil des Solo-Abenteuers. Ich hatte ja gesagt, ich war, bin mir noch nicht sicher, ob ob erst LOL kommt oder erst wieder nochmal eine zweite Folge hiervon. Ich will aber jetzt erstmal eine zweite Folge hiervon machen, damit ich das hier abgeschlossen habe. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Mit dem hier. Was kann der denn? Er hat den Stab gestohlen. Ja, was kann er denn? Er hält einen zufälligen Diener auf der Hand. Ah, okay. Das ist diese, die Helden. Die Fähigkeit von. Ja. Ist das etwa das Deck, das ihr gegen mich einsetzen wollt? Ja, ist es. Und es wird dich vernichten. Richtig hart. Sehr coole Sache. Ich war bis vor ganz kurzem bei einem. Das war Kickbox-Fight oder Thai-Box-Fight. Was? 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 Forscher, wir haben noch ein überzähliges Deck. Versucht es damit. What the fuck? Was für wundervolle What the Karten. Fuck? Eure Zeit ist gekommen. Was ein Arschloch! Erhält jedes Mal plus 1/1, wenn er eine seltene Karte ausspielt. What the fuck? Ist das ein Arschloch? Obwohl doch. Der brauche ich am Anfang nicht. Der hat mir einfach mein Deck geklaut, der Wichser. Das kann doch nicht wahr sein. Echt, ey. Oh ja, diese Hand ist unglaublich. Fick dich. Was ein Spasti hier. Kann doch nicht wahr sein. Seltene Karte. Sehr gut. Hä? Jedes Mal, wenn euer Gegner eine. Ups. Ja. Hä. Gut. Ich werde mal gucken, wie viele seltene Karten er ausspielt. Ich hoffe mal, er spielt ein paar mehr seltene Karten aus. Ey, was für ein Wichser, echt. Kann er. Ja, genau. Wenigstens kriegt meine Waffe mehr, Dings. Ey, so ein Spasti, ey. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ja, merkt man. Ist ein bisschen kacke. Oh, ja, nice. Eine meiner Lieblingskarten. Den kann ich wenigstens zerstören schon mal. Dann krieg ich den Hut wieder. Das ist doch echt Kacke. Übernimmt das Geheimnis eines Gegners. Schön ist anders. Okay. Ich hoffe, dass er gleich eine seltene Karte spielt. Er spielt eine seltene Karte. Vielen Dank. Also wenn er damit die ganze Zeit meine Waffe bufft, die ist cool, die Waffe, muss ich sagen. Weil die halt ein bisschen dazu führt, dass die. Was ist das hier? Hält eine. Hä? Kopiert eine zufällige Karte aus der Hand eures Gegners. Fügt sie eurer Hand hinzu. Das spiele ich auf jeden Fall mal. Das ist sehr schön. Das spiele ich dann gleich mal. Greife ihn an, ja. Bisschen Schaden kann ich schaden. Hahaha. Gleich kann ich ihn hier spielen, was echt eine meiner Lieblingskarten ist, muss ich jetzt mal so einfach sagen. Oh, er hat gar nichts gespielt. Was ist das hier? Kann nur angreifen, wenn ihr einen einzigen Diener auf dem Schlacht. Wenn er der einzige Diener auf dem Schlachtfeld ist. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal verstärken dadurch. Der ist ein ganz schöner Lappen, der Typ. Also ich werde nicht. Ich werde jetzt meine Waffe ein bisschen aufbewahren, wenn er nochmal. Oh, Epic. Bei Epic zählt's nicht? Scheiße. Egal. Ist dann halt so. Na gut, ist kein Problem. Weil ich dann nämlich einfach die beiden opfere. So, und dann werde ich ihn hier spielen und entdeckt eine Todesröcheln-Karte. Welche will ich denn lieber haben? Ich glaube, ich nehme die da. Okay. Ja, das ist dieses verstärkt alle Karten im Deck ist halt super stark. Ach so, vielleicht erzähle ich mal ein bisschen was über das hier Kickbox über dieses Kickbox-Event. Das war das Kickbox-Event vom vom Excitefight in Trittau. Und das war ziemlich cool, weil man halt also erstens hatten wir halt ziemlich gute Karten, weil ja, war halt wir hatten halt relativ früh vorbestellt.
Bei meinem Kampfsporttrainer habe ich das vorgestellt. Und da habe ich auch das Bändchen hier. Steht nichts drauf, ist nur ein lila Bändchen, dass man unten in die Halle rein darf. Nice. Was dazu führte, dass wir halt ziemlich nah dran waren. Ist das Filzchen? Nee, ne? Nee. Ich habe sowieso gewonnen, ist egal. Ist echt ein ziemlicher Lappen, der Typ. Ja, und also es gab da echt ein paar richtig geile Fights. Und ich habe gesehen, das erste Mal gesehen, wie ein Typ, oder ne, vielleicht nicht das erste Mal, ich habe auf jeden Fall mal gesehen, wie ein Typ richtig hart Enrage gehen kann. Warte. Also ich fände mein Deck ziemlich geil, aber weiß ja nicht. Euer Gegner. Achso, ja, okay. Ruft drei Wichtel herbei. Okay, das ist krass. Nee, auf jeden Fall. Warte. Okay, kommt nix. Auf jeden Fall war da halt. Also die ersten beiden Runden hat da einer. Also es waren drei Runden, hat zwei Minuten. Und die ersten beiden Runden hat er ziemlich hart auf die Fresse bekommen. Und in der letzten Runde hat er ihn so fertig gemacht. Er hat ihn bestimmt 20 Mal volle Kanne in die Fresse geschlagen. Der war am Ende echt kurz vor Knockout, also vor völlig vorbei. Außerdem, ich glaube, das war auch der dem die Nase gebrochen wurde. Also einer hat, dem wurde auch die Nase gebrochen. Ne, zwei wurden die Nase gebrochen. Der andere, ein anderer, der hat ein Knie ins Gesicht bekommen und hier rüber, der war sogar genockoutet für ein paar Sekunden. Und ja, ein Kollege von mir beim Kampfsport hat da gekämpft. Warte. Ja, was ist das? Er hält sich immun, während der Stab sich auflädt. Aha. Nee, auf jeden Fall, im Endeffekt ist es halt ziemlich cool gewesen, weil da teilweise so krasse Unterschiede waren. Also es gab echt Fights, wo der eine ihn so hart dominiert hat und teilweise aber auch echt welche, die richtig, richtig, richtig even waren. Also richtig, richtig nah beieinander. Gut, zwei Entscheidungen, wo ich so sagen würde, gut, ich kenne leider die Regeln nicht so gut, deshalb kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, nö, das war falsch. Ich kann nur sagen, vom eigenen Gefühl her war es mäh ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. So, jetzt wollen wir mal aber nicht hier so lange um den heißen Brei herumreden. Aber war auf jeden Fall cool. Also wenn irgendjemand mal die Gelegenheit dazu hat, das ist super geil. Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich auch hingehen. Letztes Jahr war ich nicht dabei. Da hatte ich irgendwie keine Zeit, oder ich weiß es gar nicht mehr, warum ich nicht da war. Ist doch egal. Achso, ich selber habe natürlich nicht gekämpft, ich habe nur zugeguckt. Ich bin nicht unbedingt so der wirkliche krasse Kämpfer. Sieht man auch ein bisschen. Ich bin eher so, nicht so krass muskulös, eher dünn geraten. Und die Leute da waren doch eher so, also die waren auch recht dünn, aber die waren halt so richtig, richtig muskulös. Wie lange lädt denn der auf? Ja, schön für dich. Ach so, der beschwört dann jedes Mal eine Kreatur. Okay. Das ist natürlich interessant. Wie lange lädt denn der auf? What the fuck? Findet Artefakte. Entdeckt einen Diener und erhalte drei Kopien von ihm auf der Hand. What the fuck? Wie dieses Mal anzuwenden, wenn ihr diesen Diener als Silas Taurus. Eher das hier. Okay. Krass. Auf jeden Fall interessant. Okay, ein Affen. Okay. Was kann ich denn da? Finde ich einen zufällig feindlichen Diener. Das ist gut. Das ist gut, das mache ich sogar. Ich weiß jetzt nicht, was der für ein krasses Ding beschwören könnte, aber ich probiere es einfach. Überwältigende Macht. Ich hoffe mal, die ist nicht wirklich so überwältigend. Naja, das geht ja noch. Wenn es zugesagt, jeder Spieler eine zufällige Karte, die 0 kostet. Der Stab hat sich überladen. Das ist euer Moment.
muss kurz gucken. Hallo Katze. Ihn hier. Ihn hier. Verursacht den Schaden allen an einem zufälligen auf. Achso, also zufällig auf alle Charaktere verteilt. Dann hoffe ich doch mal. Ne, für einen Schaden, das lohnt sich jetzt nicht. Nee. Nee, das lohnt sich nicht für alle. Ja, fick dich. Ihr habt keine Chance. Na, Lilly? Das könnte halt sau. Nein. Lilly! Geh weg! Du sollst mich nicht nerven jetzt. Ja. Das hier. Das hier. Das Problem ist, er ist unangreifbar im Moment. Das ist ein bisschen kacke. Fügt eure Hand hinzu. Das ist irgendwie gerade im Moment ein bisschen scheiße. Wandelt ein Diener in eine Grubenschlange. Brauche ich nicht unbedingt. Den kann ich in eine Dingsschlange verwandeln. Oder den. Ich glaube sogar den. Weil den, Alter, übertreib mal nicht. Ah, meine Hand ist voll scheiße. Das kann ich machen. So, damit sind aber keine tot. Das ist ein bisschen doof. Mal gucken. Ich hoffe, ich krieg ein bisschen, hab ein bisschen Glück. Bitte, bitte, bitte. Ach, scheiße. Ist egal. Alles wird brennen. Machen wir so. Ja, die Artefakte brauche ich im Moment nicht. Überwältigende Macht. Na, was ruft er? Okay. Er hält am Ende eines Zuges. Okay, interessant. Würde ich ja gerne. Wäre, also nichts lieber als das. So, machen wir mal so. Scheiße, das ist ja so eine Schlange. Ups. Ups. Stellt bei allen Charakteren 10 Leben wieder her. Ach, weißt du was? Schaden kann es ja nicht. Ja, ich weiß, der Schild ist wieder aktiv. Was spielt er jetzt? Verleiht einem Diener. What the fuck? Was ist denn das? Genau. Fick dich selbst, Junge. Jeder Spieler erhält einen zusätzlichen Zauber auf der Hand, der 1 kostet, der 0 kostet. Ich hoffe jetzt, dass es irgendwas, was sein Ding vernichtet. Oder mehr Leben wieder gibt. Auch nicht schlecht. What the fuck, ey. So, machen wir so. Ja, ich habe die höhere, das ist schon mal gut. Alter, was geht bei dem kaputt, ey? Meine Fresse. Ja. Lass ich im Moment sogar so. Weil ich kann ja sowieso nicht angreifen, bringt mir ja nichts. Alter, diese. Jo, genau. Ja, natürlich. Ist richtig. Der Start ist fast wieder bereit. Aufgepasst. Ich brauche eine AOE-Karte. Fügt allen Feinden 3 Schaden zu. Das ist relativ geil, muss ich jetzt mal so sagen. Weil das vernichtet einfach mal alles seine komischen Kackviecher. So, das. Außerdem, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das spiele. Oder ich spiele den hier. Genau, ich spiele den hier. Und dem gebe ich Windzorn.
Außerdem kopiere ich eine Karte. Zwei Karten. Okay, das ist nicht schlecht. Ja, mein Totems kann ich auch noch ein bisschen was geben. Ich rufe anscheinend sowieso hier keine Totems mehr. Das wird ein bisschen nervig. Egal. Okay, was hat er jetzt gerufen? Ja, genau. Alter, fick dich. Was ein Spasti. Okay, ihn hier. Das hier. Das hier. Führt allen Charakteren 5 Schaden zu. Bringt mir auch nicht so wirklich viel. Den kann ich kaputt machen. Dann kann ich das hier machen. Das hier. Und ich kann ihn direkt angreifen. So. Wenigstens konnte ich ihm dann schon mal Schaden zufügen. Das könnte ein bisschen länger dauern noch. Na gut. Na gut. Okay. What the fuck? Wieso habt ihr eigentlich so viel geilere Karten als ich? Was soll der Mist? Ich kann natürlich jetzt allen Charakteren 5 Schaden zufügen. Theoretisch gesehen. Ich könnte ihn angreifen und dann allen Charakteren 5 Schaden zufügen. Oder? Dann habe ich nämlich die drei kleinen Kackviecher auch gleich weg. Genau, das mache ich sogar. Zack. Zack. Genau, und dann füge ich allen Charakteren 5 Schaden zu. Gut, da kriege ich natürlich selber auch ein bisschen auf die Fresse, aber ist immer nicht so schlimm. Dann kann ich das hier machen. Ersetzt eure Hand durch ein... Hä? Ersetzt eure Hand durch instabile Portale. Ja, will ich gar nicht unbedingt. Vielleicht, wenn ich schlechter... Ruf 3 Zombies auch. Bis eure Seite voll ist. Genau. Ist richtig. Na, warte, ich ruf... Ich guck erstmal. Diesen Zug, okay. Dann spiele ich sie hier noch, kann ja nicht schaden. Dann hole ich mir wieder 4 Dings. Vertausche das durch ein Dings. Guck, dass ich ein Viech rufe, hole mir das mit Leben und vernichte einen von denen. Okay, ist aber interessant, sagen wir mal so. Ja, der spaßt wieder. Das Problem ist, ich habe keine Handkarten mehr. Ja, genau. Ja, natürlich, ist richtig. Er hat ja nicht viele Monster. Gut, ist jetzt auch egal. Ja, es ist so kacke, dass man die am Anfang nicht einfach einmal spielen kann. Was allen für zu verlegen. Ach Gott. Ich glaube, ich habe bereits verloren. Ja, ich habe verloren. Scheiße. Ja, das ist kacke. Okay, gut gespielt. Aufgeben. Okay. Was? Welches Deck ist da vielleicht besser? Also der ist auf jeden Fall knackig, muss man sagen. Also Respekt. So, mal gucken. Ein Kriegerdeck? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht mein Jägerdeck. Ein Jägerdeck könnte dafür ganz praktisch sein. Besonders da ich da die passive, die Heldenfähigkeit nicht so unbedingt brauche. Ja, bla bla bla. Rafa, du Spasti. Ja, ich weiß, du bist ein ganz toller Hecht. Wie gesagt, ich brauche halt hier meine Heldenfähigkeit nicht unbedingt. Der Stab sich auflädt, ist Rafam unverwundbar. Ich weiß. Für kurze Zeit angreifen, wenn wir an der beschworenen Kreatur vorbeikommen. Ja, das kriegen wir schon hin. Immer feste Druff, habe ich ja heute gelernt. Immer feste Druff ins Gesicht. Wir durchsuchen das Museum nach nützlichen Gegenständen. Meldet euch, wenn ihr etwas davon brauchen könnt. Okay.
Okay, probieren wir mal. Mal gucken, was er kriegt. Ist ja bei allen Charakteren. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte. So, ich will das Stärkere. Das war jetzt doof. Das war jetzt ein bisschen doof. Ja, das ist schön für euch. Weil den werde ich erstmal kaputt machen. Dann gucke ich, ob ich irgendwas bekomme. Entdeckt eine. Okay. Was ist hier? Mischt einen goldenen Schatz in euer Deck. Ich weiß leider nicht, was das ist. Goldenen. Mischt goldenen Affenschatzkarte in euer Deck. Ich werde sie einfach mal mir holen. Einfach mal auf Verdacht mal gucken, was es ist. Schaden kann es ja wahrscheinlich nicht. Ich weiß noch nicht, was die Karte macht, halt. Das ist das Ding. Okay, 5. Ja. Ja, die haben immer 5-5. Das ist interessant. Interesting. Der Stab hat sich überladen. Das ist euer Moment. Das ist schön für uns, dass das unser Moment ist. Das Problem ist, das hilft mir im Moment relativ wenig. Oh, doch. Warte mal, das hilft mir was. 2 Damage. Ihn angreifen. Einen weiteren beschwören. Oh, ich hätte auch einen Feldtierbegleiter beschwören können. Das war ein bisschen dämlich. Gleich oder mehr, ne? Ne, nur mehr. Scheiße. Ersetzt. Nee, das will ich gar nicht. Das will ich auf keinen Fall. Der Stab lädt sich erneut auf. Bald haben wir eine weitere Gelegenheit. Okay, vernichten 2er Monster wahrscheinlich, oder? Nee, okay. Tut er, kann er ja gar nicht tun. Stimmte ja. Wie viel Angriff hatten die? 3-5. Ist machbar. Oder ist verwendbar auf jeden Fall. Und das ist gut. Verwandelt ihn in eine Schlange. Das werde ich, glaube ich, sogar auf mein eigenes Viech einsetzen. Ach nee, ne? Wow. Ich dachte, dann könnte ich wenigstens damit irgendwie was Geiles machen. Das ist ja kacke. Macht ein Diener immun. Hat ein Spasti. So, ich ruf mal sie einfach. Mal gucken, was passiert. Ist auf jeden Fall lustig. Was war das? Was war das? Das habe ich nicht gesehen, was sie mir gegeben hat. Geil. So, gucken wir mal da. Fügt allen Charakteren 5 Schaden zu. Eher nicht so. Na, ich habe mit ihr aber noch eine ganz gute Karte draußen. Was macht er? Verwandelt am Ende aus Zuges einen feindlichen Diener in eine Statue. Wow. Klasse. Ist ja ganz tolle Sache. Ganz großes Kino. So, der da muss weg. Der ist kacke. Dann kann ich theoretisch ihn 3 Schaden zufügen. Dann allen Leuten 5 Damage machen. Wodurch seine Viecher alle tot sind. Erhalte 4 Mana-Kristalle in diesem Zug. Das ist gut. Das mache ich sogar. Dann kriege ich noch so einen goldenen Affenschatz. Bla. Vielleicht ist die ja gut. Mischt ein. Ja. Vielleicht ist es ja gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es kann bestimmt nicht so unbedingt schaden. Okay. Ich habe aber gleich genug für meinen Ansturmviech auf Doom. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Mach ich mal so. Und dann vernichte ich einen zufälligen Gegner. Dann rufe ich das hier. Fügt einen. Ja, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, geil. Hat er natürlich noch, während er immun ist. Super. Was ein Spaß, die. Echt, ey. Wow, er hat meine Karte geklaut. Mann. Ja, okay, er kann aber nichts. Okay, das ist nicht so schlimm. Der Stab ist fast wieder bereit. Das heißt, ich könnte theoretisch ihn hier rufen. Das werde ich sogar machen. Bumm, da ist er ja. Fügt einen Diener 3 Schaden zu. Das bringt mir im Moment nicht so viel. Aber ich kann wenigstens so viel machen.
könnte natürlich auch sein, alle unser Leben auf. Na, mach ich mal nicht. Das bewahre ich mir mal auf, wenn's heikel wird. Okay. Achso, alle eure Karten kosten einen mehr. Was ein Wichser. Setzt das Leben eines Dieners auf 1. Fügt allen Dienern 3 Schaden zu. Ja, der wird wahrscheinlich gleich. Ach, scheiße, verdammt, ich hätte vorher angreifen müssen. Weil der wird gleich das. Oh, hat er gar nicht, okay. Das. Dann rufe ich in Dings. Okay, das ist nicht so gut. Jeder Spieler erhält einen zufälligen Zauber auf Hand, der 1 kostet. Zieh 2 Karten, das ist nicht schlecht. Außerdem greife ich ihn damit an. Und das war's dann auch schon. Ja, das war's schon. Das war's dann schon. Och nö. Ja, ich muss gleich allen. Mann, ey. Ich hasse sowas. Sowas hasse ich echt. So, den hier rufe ich. Oh, das ist gut. Den werde ich vernichten. So. Kaputt. Er ruft 3, ich rufe 2, ist auch nicht so schlimm. Problem ist, ich muss dieses mit den 10 Leben wiederherstellen machen. Genau, er hat zwar dann mehr Leben als ich, aber das ist nicht so schlimm. Finde ich einen zufälligen feindlichen Diener. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Weil es ist völlig wurscht, wen er von denen vernichtet. Okay, ich kann ihn natürlich angreifen, muss primär einfach rein schlichtweg gar nichts. Also, obwohl ich kann den da kaputt machen. Okay, 2 Diener mit Spott, nicht so schlimm. Auch nicht so schlimm. Besonders da der jetzt kaputt geht. Das ist sogar sehr nice. Wen kopiert er? Den da. Okay, das ist auch nicht so schlimm. Ich hoffe mal, die beiden Spots. Sehr gut. Die da vernichten sich jetzt gegenseitig. Dann gucke ich mal, was ich hier bekomme. Ja, eine Bombe. Okay, was ruft er? Wahrscheinlich wieder so ein 5-5er-Viech, was irgendwie stark ist. Okay, verwandelt einen in eine Statue. Ich hoffe mal. Wo sagt sie den Schaden an einen zufälligen? Achso, okay. Ja, ich habe ja genug Diener, die das abfangen können. Ich habe nur einen Schaden selber bekommen. Bitte verwandle ihn. Nice. Mischt einen Goldaffen in euer Deck und zieht diese Karte. Zieht eine Karte. Okay. Interessant. Das mache ich. Das mache ich. Das mache ich. Außerdem spiele ich sie. Und genau, ziehe noch eine Karte. Damit kann ich den vernichten und weitere 2 gewinnen. Okay. Bis jetzt läuft es relativ gut. Relativ, wie gesagt. Oh, hat er einen Sportviech draußen, das ist mir wurscht. Ja, das ist immer eine Karte. Die Karte, muss ich echt sagen, ist sehr, sehr assi. Weil man halt auf jeden Fall 2 Schaden bekommt. Oh, das ist gut. Das ist gut, weil es einfach eine richtig brutal starke Karte ist, schlichtweg. So, ich hoffe mal, der vernichtet nicht den da. Wow, okay, das bringt ja mal einfach gar nichts. So. Außerdem das und ich ziehe noch eine weitere Karte. Okay, ist wieder so eine Bombe. Die Bomben scheinen sehr, sehr oft zu kommen. Ach ja, ich weiß, die Verdammten stehen bereit. Schön für dich. Willst jetzt einen Keks haben? Okay. Die habe ich doch gar nicht im Deck. Oder die könnte ich halt im Deck haben, theoretisch. Ja, ist mir scheißegal. Okay. So. Ich hoffe jetzt mal, dass das klappt. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, nice. Das war jetzt, es war nicht geplant, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. So, jetzt wandle ich den ganzen Quatsch in instabile Portale. Und rufe mal ein paar Viecher, wenn möglich.
Fähigkeit, Zielklasse. Das ist gut. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Der verstärkt alle meine Monster. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Komm bitte nicht den da. Ah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Guck mal, das ist so eine schöne große Auswahl. Hättest du nicht irgendeinen verwandeln können, der irgendwie scheiße ist? Mann, nee. Okay, machen wir es mal anders. Der. Der. So, ich hoffe jetzt mal, dass. Na gut, geht auch. Nicht so schlimm. Ist eigentlich wurscht, wen er genau trifft. Oder auch nicht. So, machen wir so. 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 Hat das jetzt Ansturm? Nee, ist ja nur Wild. Das ist ja nur bei Wildtieren so. Das sieht auch nicht als Wildtier, aber macht wenigstens Damage. Okay. Ja, dieses mit dem Verwandeln von Viechern ist halt saunervig. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Schlimm. Gut. Machen wir mal den da. Ich hoffe, er fliegt auf ihn. Ja, nice. So, und dann geben wir mal ihm hier Spott. Und ein bisschen Damage. Ich habe leider kein Slot mehr frei. Ja, genau. Aber daran kann ich, da kann ich gleich gut ein paar Viecher vernichten. Okay. So, den kann ich vernichten. Den kann ich vernichten. Mehr wäre, glaube ich, gar nicht so klug. Im Moment auf jeden Fall. Obwohl, vielleicht mit dem da. Genau. Genau, weil. Ja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Bitte greife. Das ist mir egal. Das ist mir wurscht. Das könnte sogar reichen. Nee, Quatsch. Ich hoffe erstmal auf eine gute Karte davon. Das ist keine gute Karte davon. Okay, dann hoffe ich jetzt mal auf mein Glück, muss ich jetzt mal so zugeben. Das war dumm. Greife ihn an und hoffe, dass er 4 Schaden bekommt. Okay, er bekommt keine 4 Schaden. Machen wir mal so. So. Den vernichten wir. Scheiße. Ich hab verloren. Fuck! Mann! Ja, ist egal. Ich hab verloren. Mann! Was ein Kack, ey. Okay, muss ich gleich nochmal probieren. Alter, das wird eine lange Folge, okay. Der ist hart. Der ist echt hart, muss ich sagen. Aber das hat mit dem Jägerdeck deutlich besser geklappt als mit meinen anderen Decks. Also mit meinem anderen Deck, ne? Der ist hart, finde ich. Also, liegt vielleicht auch daran, dass meine Decks nicht so geil sind, aber. Die anderen waren echt so easy, pupisi und ja, hau weg, aber der hat's in sich. Sonst, ich will es eigentlich heute noch hochladen, das hat aber irgendwie, ist gerade im Moment schwierig. Könnte schwierig werden. So, machen wir so. Den brauche ich nicht, der ist gar nicht so. Na gut, das kann man machen. Kann man machen. Das ist halt echt das, was richtig kacke ist. Könnte ich das vorher machen, könnte ich das anders machen, wäre es gar nicht so schlimm. Okay. Na gut, kann man machen. Kann man machen. Ii. Macht voll das eklige Geräusch, das Viech. Sind die alle relativ scheiße? Eigentlich nicht. Eigentlich sind die gar nicht so kacke, deshalb lasse ich es mal lieber. Ja, dieses mit dem Ding, dass er alle, dass er sein komplettes Ding voll beschwört, das hat mir echt das Genick gebrochen. Was ist das hier? Segen der Sonne. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ach. Ja, ich werde den da gleich kaputt machen.
Ja, das ist super toll und auch ganz klasse. Bringt mir nur mal nix. Ah, so, das. Das. Außerdem rufe ich den Viech, finde ich einen zufälligen Diener. Ja, ich sag dazu jetzt nichts. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, das ist doch langsam ein bisschen Kackjes. Kackjes, yes, yes, yes. So, ein Diener. Ich nehme mal den hier, weil den kann ich da gleich direkt spielen. Außerdem vernichte ich den Kackgegner da. Ich kann natürlich auch gleich ganz viele instabile Portaldinger rufen. Aber das ist gar nicht so schlecht, wenn er den da ruft, weil, pff, ja. Ja, wow, er ist diesen Zug immun. Der Stab ist fast wieder bereit. Er ist aber nicht bis komplett immun, deshalb egal. So. Das und das. Und dann rufe ich ein Dings. Ein Charakter vom Schaden zu. Das werde ich nicht tun. Ich werde ihn vernichten. Und dann gucken wir mal weiter. Jetzt hat sich der Stab überladen. Damit ist sein Trock aber gleich tot. Der ist trotzdem gleich tot. So, den machen wir jetzt erstmal weg. So. Dann spiele ich ihn hier. Guck, was mir die Dings bringt. Oh, er hält 4 Mana-Kristalle. Bringt mir das was? Ja, das bringt mir sogar sehr viel, weil ich ihn jetzt angreifen kann. Nicht angreifen, sondern stärker machen. Das bringt mir sehr, 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 sehr viel. Ja, greif mich ruhig an, weil dann wirst du zurückgeschickt und kostet mehr. Das ist gar nicht so schlecht, muss man jetzt mal so sagen. Finde ich. So, von meiner Warte aus ist das echt nicht übel. 3-2 ruft er ja, ne? Unangenehm. Aber gar nicht so schlimm, fällt mir gerade auf. Weil ich jetzt einen gegnerischen feindlichen Fuzzi vernichte. Dann mache ich das hier. Genau. Außerdem mache ich den hier, spiele ich und rufe ein Viech. Ich habe bei allen Charakteren. Na gut, das brauche ich nicht unbedingt. So, sobald ich die und die Karte weggespielt habe, werde ich auf jeden Fall mal... Oh, nee. Das kann doch nicht sein. Ja, fick dich. Echt, ey. So ein Spast. Verwandelt ihn in eine Grubenschlange. Das werde ich auf sein Scheißviech machen. Was macht der Moloch nochmal? Zieht einen zu viel... Ach so, hahaha. Ja, das war's wohl dann mit deinem komischen Kackviech da, ne? So, jetzt kann ich ihn gleich angreifen, wenigstens einmal. Wenigstens einmal kann ich ihn angreifen. Wow, stellt 6 Leben wieder her. Ja, das bringt ihm überhaupt gar nichts. Noch nicht. Oh, das ist noch viel besser. Genau. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das verursacht 5 Damage. Das ist nicht ganz... Doch, doch, das ist gut. So, das. Dann das. Genau. Genau. Das brauche ich im Moment überhaupt gar nicht. Aber das könnte ich ganz gut gebrauchen. So. So wird ein Schuh draus. So, das ist, wenn er direkt meinen Typen angreift. Okay, da hat er mein Viech schon mal fast nutzlos gemacht. Das ist gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt im Moment so gerade. Weil das, dann füge ich jetzt allen gleich 5 Schaden zu. Spiele noch ein paar andere Karten und danach spiele ich das hier. So, allen 5 Schaden zufügen. Genau. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann spiele ich diese Karte hier. Dann spiele ich diese Karte hier. Dann gucke ich, was ich ziehe. Gut, ist egal. Dann werde ich diese Karten alle in instabile Portale umwandeln. Werde das
das hier spielen. Und mit ein bisschen Glück eine ganz gute Karte herbekommen. Das ist nicht schlecht. So, dann werde ich das hier tun. Das ist auch nicht übel. Und das. Das ist sogar sehr gut. Nice. It lübt, it lübt, it lübt. Bis jetzt auf jeden Fall. Wenn er jetzt wieder dieses... Ja, genau, Ragnaros. Warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Ist ja nicht so, dass die Karte voll OP ist. Bitte nicht auf meinen Schlangenviech. Okay. Das ist alles gar nicht so schlimm. Oh. Er wird auf die Fresse bekommen. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Und noch eine Bombe. Eine Bombe in dein Gesicht, weil du stinkst nach Kacke. Krieg deine Wunderkarte, das ist mir völlig Wumpe, weil es ist egal. Dann krieg deine Wunderkarte halt, wenn er Spaß dran hat. So, machen wir das mal so. Also, dem... Dann hauen wir ihn kaputt. Och man, ja, ist mir egal. Ist mir völlig egal. Machen wir halt das so. Auch in Ordnung. Warum auch immer ich nicht das gemacht habe, ist mir aber auch egal. So, das, das. Außerdem spiele ich hier das Viech. Bitte ein, mit Ansturm. Ist egal. Kampfschrei verliert. Ja, gut. Dem da. Machen wir mal so. So. Herr hässlicher Kacklappen. Das ist mir scheiße. Ist egal. Du hast verkackt. Das Viech wird dich nicht retten. Nicht mal ansatzweise. Weil es gleich mal richtig hart vernichtet wird. Von einem kleinen hässlichen Knappen. So. Das, das. Dann hoffe ich, dass ich eine gute Karte ziehe. 5. Oh, das ist sehr schön. Ja. Minjung, du hast verkackt. Auch wenn es eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Ist mir egal, selbst wenn du 5000 davon rufen kannst. Es ist scheißegal. Ja, das ist schön. Oh, das ist noch viel schöner. Ich habe hier eine Zauberverstärkungskarten-Dings-Bums kaputt. Was alle Karten von ihm vernichtet, wenn, es mein, wenn sie meinen Helden angreifen. Das ist doch recht angenehm, muss man jetzt mal so sagen. Warte kurz, bevor ich das mache, werde ich nochmal das machen. Das war doof. Mach ich mal so. Ich will nämlich gucken, was für ein Wildtier ich bekomme. Wenn möglich mit Spott. Okay, ist egal. Ist egal. Ich würde sagen, er greift mich jetzt wahrscheinlich nämlich an. Ja, meinetwegen kriegst du gerne ein Wunder, ist mir völlig Wumpe. Okay, er vernichtet erstmal die Viecher, die ihm gefährlich werden können. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, weil er trotzdem stirbt. Da kann die riesenhässliche Kröte auch kotzen, wie sie will. Ich werde ihn richtig hart rapen. Nein, weil der sieht hässlich aus, aber ist egal. Junge. Ciao. Du Spast. Nein, du bist nicht unbesiegbar. Du bist ein hässlicher, kleiner Spast. Sehr gut. Finde ich sehr interessant übrigens, die Karte. Legt ihr... Okay. Auch in Ordnung. Ja, damit haben wir den Typen jetzt mal richtig hart in die Fresse geschlagen. Und haben eine legendäre Karte bekommen. Ich habe diesen Affen noch nicht einmal gesehen, was ich ein bisschen schade finde. Aber okay. Okay, entdeckt ein mächtiges Artefakt. Wohl er klaut ein mächtiges Artefakt, aber gut. Ja, damit habe ich die letzten beiden freigeschaltet. Die kommen dann nächste Folge. Müsste ich nicht hier den Stamm des Ursprungs haben? Ja. Oh. So sieht das doch geil aus. Ihr habt ein neues Abenteuer, bla bla bla, bewährt. Nice. Ja. Geile Sache, auch wenn es echt lang gedauert hat. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern, bis mit dem Hochladen, aber ist ja egal. War auf jeden Fall eine nice Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.